Wie teuer war es eigentlich, das Herr-Anwalt-Spiel zu erstellen? Bevor ich morgen die Spielernamen teile, möchte ich euch erstmal zeigen, wie viel es kostet, so ein Spiel zu entwickeln. Zuerst hatte ich ein paar kleinere Ausgaben für Musik, Steam und die Apple-Gebühr. Außerdem habe ich noch mein PC geupgradet, damit ich effizienter arbeiten kann. Insgesamt habe ich jetzt 11 Monate lang Vollzeit an dem Spiel gearbeitet. Wenn ich die Büro-, Strom-, Heiz- und Internetkosten sehr niedrig ansetze, sind das ca. 350 Euro im Monat. Dann ist da noch mein Gehalt. Berechnet am durchschnittlichen Spielentwicklungsgehalt sind das ca. 3.600 Euro im Monat. Als Arbeitgeber kostet mich das dann 4.300 Euro. Damit hat es bisher ungefähr 52.000 Euro gekostet, Loris Legacy zu entwickeln. Ob sich das finanziell gelohnt hat, erfahrt ihr hier morgen.